Der Veranstalter in Pommersfelden von diesem sogenannten Lesertreffen ist nicht der Verlag Lesen und Schenken, sondern es ist eigentlich der Schulverein zur Förderung der Russlanddeutschen in Ostpreußen. Und zwar läuft das Ganze unter dem Namen Dietmar Mounier. Der ist Geschäftsführer und Mitinhaber der extrem rechten Verlagsgruppe Lesen und Schenken. Zu dieser Verlagsgruppe, die also auch zum Beispiel vom schleswig-holsteinischen Verfassungsschutz eindeutig als rechtsextrem eingeschätzt wird, zu dieser ganzen Verlagsgruppe gehört zum Beispiel auch der Arndt Verlag oder Arndt Verlag Berlin oder der Militärverlag, und die geben also verschiedene Zeitschriften und so weiter raus, Veröffentlichungen raus, in denen so unter anderem eine der bekanntesten dazu ist das Magazin Zuerst, das seit 2009 durch Mounier übernommen wurde. Und zum Beispiel in diesem Militärverlag, da werden halt so Veröffentlichungen gemacht über Barbarossa, über den erfolgreichen Feldzug im Dritten Reich, Russlandfeldzug und so, das alles dann so dargestellt wird, also dass unsere Helden, also unsere sogenannten Helden, Soldaten, einen tollen Feldzug geführt haben, vorbildhaft für alle Zeiten und so. Und das ist natürlich eine Verherrlichung des Nationalsozialismus, die gerade mit solchen Veröffentlichungen geschieht. Jetzt zurück zu diesem Schulverein zur Förderung der Russlanddeutschen in Ostpreußen. Den hat der Mounier auch gegründet, und zwar irgendwann so 1993, soweit ich jetzt im Kopf habe. Und zwar geht es darum, im ehemaligen Gebiet, Ostpreußengebiet Trakehnen, will also dieser Schulverein Häuser und Grundstücke, Besitzimmobilien erwerben für eine deutsche Wiederbesiedlung. Und zwar sollen also Russlanddeutsche dort angesiedelt werden, um dadurch neue Fakten für eine deutsche Perspektive in der Ostprovinz, in unserer Ostprovinz wohl betont, ich zitiere da jetzt, in unserer Ostprovinz zu schaffen. Die haben dort auch schon zwei angeblich deutsche Dörfer wieder aufgebaut oder sind im Aufbauen mit einer deutschen Schule, in der die Kinder von Russlanddeutschen, sogenannten Russlanddeutschen, mit nationalsozialistischen Inhalten erzogen werden. So weiter mal. Und das ist also diese Veranstalter, diese seit mehr als 10 Jahren stattfindenden Lesertreffen. Das ist also ein eindeutig rechter bis extrem rechter Veranstalter schon mal. Was für eine Bedeutung kommt dann jetzt dem Treffen in den Kreisen einer neuen Rechten und auch einer extrem Rechten zu? Sind auch Führungspersönlichkeiten bei den jeweiligen Treffen anwesend oder ist das tatsächlich nur ein Treffen von Lesern und Leserinnen? Also wer da zusammenkommt, wir beobachten es schon seit länger, ist so ungefähr die Think Tank einer rechtspopulistischen, rechtskonservativen Gruppe, die gebietsrevisionistisch und geschichtsrevisionistisch arbeiten. Sie wollen also zum einen die Grenzen von 37 wieder, mindestens diese Grenzen von 1937 wieder erreichen und zum anderen entsprechende nationalistische Inhalte in unserer Gesellschaft wieder verankern. Das ist das Problem. Sie treffen dann natürlich gerade seit Veröffentlichung von Sacharzin oder Sloterdijk, treffen die dann natürlich auf entsprechenden Rückhalt, gerade in der Mitte der Gesellschaft, was also revisionistische Gedanken, nationalistische Gedanken betrifft. Führungspersönlichkeiten sind so direkt nicht da, aber das sind indirekt die Hinterleute, die also den Führungspersonen, die in der Öffentlichkeit stehen, dann in der NPD natürlich entsprechende Orientierungen an die Hand geben. In den Ankündigungen des diesjährigen Lesertreffens lädt der Verlag jetzt deutsche Patrioten, Heimatvertriebene, Geschichtsbegeisterte und Kulturfreunde ein. Bereits hier hört man ja einen völkischen Unterton in der Einladung durch. Sie haben das gerade auch nochmal skizziert mit den gebietsrevisionistischen Ansprüchen, die offenbar von einem großen Teil dieser Gruppierung erhoben werden.
Was wird da jetzt inhaltlich bei diesem Treffen in diesem Jahr verhandelt? Gibt es da einen Schwerpunkt oder werden da einfach lose Vorträge gehalten? Also Schwerpunkt liegt wohl dieses Jahr eindeutig in dem Bereich Geschichtsrevisionismus. Das heißt also, es sind so Vorträge wie »Bleibt Schlesien unser?« Dann die Frage der Vertriebenenarbeit wird behandelt und Ungarn steht auf der Tagesordnung. Da ist zum Beispiel heuer der Bödöcs, ein Vorstandsmitglied der ungarischen Partei Jobbik, dabei. Der spricht zum Beispiel für ein Europa der Vaterländer, beziehungsweise warum agitiert die EU gegen Budapest, also gegen die derzeitige Regierung dort. Also scheint der Schwerpunkt dieses Jahr wieder einmal auf der Ostpolitik, ganz gezielt auf der Vertriebenenpolitik beziehungsweise dem Versuch der Wiedereingliederung nationaler Gruppen in ein in die Gedanken eines Deutschen Reiches zu sein. Jetzt haben Sie unter dem Motto Wölfe im Schafspelz als breites Bündnis aus verschiedenen Gruppen zu Gegenaktivitäten gegen dieses Bündnis aufgerufen. Wie planen Sie denn jetzt als Bündnis überhaupt ein Zeichen und Protest gegen die Aktivitäten dieser extremen Rechten in Pommersfelden zu setzen? Dieses sogenannte Lesertreffen findet also seit mehr als 10 Jahren mittlerweile in Pommersfelden im Schlosshotel dort statt. Und wir haben bereits im letzten Jahr versucht, mit der Gemeinde diesbezüglich, also 2011, im Frühjahr 2011, mit der Gemeinde diesbezüglich Kontakt aufzunehmen. Das ist nur teilweise gelungen und daraufhin haben wir bereits im letzten Jahr, das war am 1. April, also auch gleiche Jahreszeit wie dieses Jahr, eine Gegenlesung veranstaltet, eine friedliche Gegenlesung zu diesem Lesertreffen. Und genau das Gleiche machen wir heuer auch wieder. Dieses Jahr in 2012 macht auch die Gemeinde Pommersfelden jetzt endlich indirekte Aktivitäten dagegen. Sie eröffnen die Ausstellung der Friedrich-Ebert-Stiftung zu Rechtsextremismus. Wir machen auch heuer wieder ein Lesertreffen, in dem wir darauf hinweisen werden, wer hier auftritt, was hier vertreten wird und wie die Verankerung dieser Gedanken in der bürgerlichen Mitte unserer Gesellschaft ist. Und da werden dann Gegenlesungen, also werden da Reden gehalten oder wie muss man sich das vorstellen? Sowohl als auch. Es wird zum Beispiel Michael Imbricht wird zu der neuen Rechten, neuen europäischen Rechten, eine ausführliche Rede halten und es werden Lesebeiträge mit Texten gegen Nationalismus und gegen Rassismus in der breitesten Form vorgetragen werden. Wie schon erwähnt, findet jetzt dieses Treffen in Pommersfelden seit über 10 Jahren bereits statt. Gibt es denn überhaupt eine Perspektive darauf, dass ein solches Treffen, wo sich offenbar sogar europaweit Rechte vernetzen, Sie haben gerade erwähnt, Abgeordnete der Jobbik sind da zugegen, dass dieses Treffen in Pommersfelden nicht mehr stattfinden muss, vielleicht in den nächsten Jahren? Also im letzten Jahr haben die Pächter des Schlosshotels noch damit argumentiert, dass sie dieses Lesertreffen finanziell einfach brauchen, sonst würden sie quasi pleite gehen. Der Besitzer des Schloss Pommersfelden, also Graf von Schönborn, hat bereits im letzten Jahr erklärt, er hätte diese Pächter und dieses ganze Treffen lieber draußen. Es entspricht nicht seiner Intention, wie das Schloss Pommersfelden europaweit missbraucht wird. Unlängst hat die Pächterin des Schlosshotels angekündigt, dass es vielleicht, dass er im nächsten Jahr 2013 kein Treffen mehr geben wird, zumindest dort im Schlosshotel nicht mehr. Dazu ist noch anzumerken, dass eigentlich die ganze Gegend dort um Pommersfelden rum, die Hotels, Gasthäuser, auch von diesem Lesertreffen profitieren. Nämlich, es sind ja ungefähr 300 Leute, die dort zusammenkommen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum. Und kommen nicht alle unter im Schlosshotel, die werden dann auf benachbarte Gaststätten, Hotels und so in den Dörfern ringsum verteilt.
Die profitieren also auch davon. Und das ist das Betrübliche dabei, dass die also alle eigentlich stillschweigend mitmachen